Liebe Leute, ich bin sauer. Kurzes Video, ohne Titel, ohne Schnitt, in einem Take durch. Ich hoffe, dass ich mich nicht verspreche und damit das Ganze schnell online gehen kann. Bei uns in Siegburg war am Freitag, Samstag, Sonntag Stadtfest. Und ich bin am Freitag nach Hause gekommen und habe die schrecklichen Nachrichten gehört von Solingen, vom dortigen Stadtfest. Und ja, du kommst gerade aus derselben Situation. Das schockiert ein bisschen. Ich kenne Solingen, ich mag Solingen. Ich war letztes Jahr noch auf dem Platz, wo das passiert ist. Schockiert dann ein bisschen mehr. Also mich hat das wirklich das ganze Wochenende nicht losgelassen. Aber wenn ich jetzt die Reaktionen sehe in Richtung Messerverbot, Verschärfung des Waffenrechts, liebe Frau Faeser und andere, das ist die pure Hilflosigkeit. Macht doch bitte irgendwas Vernünftiges und nicht so einen Quatsch. Ich habe als Kind meinen Tom Sawyer und Huckleberry Finn gelesen. Ich habe seitdem mindestens immer ein Messer in der Tasche, ja, als Werkzeug, nicht mit der Absicht, damit irgendjemanden zu verletzen und, und. Und das geht doch den allermeisten, die Messer mitführen, genau so. Ich lese jetzt auch am Wochenende, ist in Stuttgart jemand mit einem Schraubendreher auf einen anderen losgegangen. Ja, willst du Schraubendreher verbieten? In Siegburg, auch an diesem Wochenende, ist nicht auf dem Stadtfest selber, aber am Rande des Stadtfests, jemand mit einem Küchenmesser auf einen anderen losgegangen. Ja, will man dem Mann verbieten, dass er ein Küchenmesser zu Hause hat? Wahrscheinlich ja nicht. Was mich auch total aufgerührt hat, war die Ukrainerin, die in Frankfurt am Main, ziemlich genau an derselben Stelle, wo ich auch schon häufiger gesessen habe, mit einem Teppichmesser angegriffen wurde. Ja, willst du Teppichmesser verbieten? Der Verbrecher, der in Mannheim einen missliebigen Journalisten töten wollte, was man von dem auch immer halten mag, aber er darf seine Meinung sagen, der hat ein Recht auf Leben, Unversehrtheit und. Der Polizist, der da getötet wurde, seine Familie, das ist doch alles furchtbar, das ist doch alles nicht wert. Was hat der Mann dabei gehabt? Ein Messer, was entweder Kampfmesser oder aber zumindest zu lang war, das hätte er 365 Tage im Jahr nicht führen dürfen. Das war eine Waffenverbotszone, sowieso, mit oder ohne Veranstaltung. Er hätte auch kein anderes Messer führen dürfen. Und er hätte das Messer auch nicht bei einer Veranstaltung führen dürfen. So, jetzt bei der Pressekonferenz zu Solingen wurde der Polizeipräsident von Düsseldorf von einer Journalistin gefragt, ob man denn etwas plane in Richtung Einrichtung einer Waffenverbotszone. Hat er nein gesagt. Was er hätte dabei sagen müssen, liebe Journalistin, wir haben das Phänomen mit Waffenverbotszone oder ohne, auf diesem Volksfest hätte der sowieso keine Waffe führen dürfen, kein Messer führen dürfen. Er hat es aber trotzdem getan, einfach deswegen, weil jemandem, der Menschen umbringt oder verletzt, das ist nämlich auch verboten, dem ist auch egal, ob er das Tatwerkzeug haben darf oder nicht. So, und jetzt geht man daran, wieder blinden Aktionismus zu verbreiten, indem man dem anständigen Bürger den Eindruck vermitteln möchte, man tut was. Nein, man tut nichts, indem man mir mein Schweizer Taschenmesser oder irgendwas, ne, weil ich auch mitführen will, als Werkzeug nimmt, löst man doch nicht das Problem, dass Leute durchdrehen, dass Leute Verbrechen begehen, dass Leute politisch oder religiös verwirrt sind. Das löst du damit alles nicht. Lasst uns also gefälligst mit diesem Quatsch in Ruhe. Macht das Richtige. Wenn ihr das Waffenrecht ändern wollt, dann macht es unkompliziert. Ich finde im Grunde, das, was wir jetzt an Messern führen dürfen,
Das ist ein guter Kompromiss, wenn dann für jeden Beteiligten, für den Bürger, für den Polizisten, für den Richter klar wäre, das darfst du, das darfst du nicht, dann könnte man auch den einen oder anderen Punkt in Kauf nehmen, wo man sich fragt, naja, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Aber die Verwirrung kommt ja noch dazu. Ich hoffe nicht, dass die beabsichtigt ist. Also, macht was dran, revidiert das Waffenrecht, das habt ihr vor bei Regierungsübernahme mit der Ampel ja besprochen. Wenn man euch noch irgendwas glaubt, macht das. Aber lasst uns mit diesem Quatsch in Ruhe. Es wird an der Gewaltproblematik nichts, aber auch gar nichts ändern. Wenn ich in meinem Leben irgendwann mal ein Papier zu viel hatte, war immer dasselbe Spiel. Ich werde erst werde ich lustig, dann werde ich müde. Aggressiv werde ich nie und selbst wenn, würde ich kein Messer zücken. Ob ich eins dabei habe oder nicht, ist dabei vollkommen egal. So, man muss sich, das hat der Herr Reul, unser Innenminister Nordrhein-Westfalen, richtig gesagt, es wurde gesendet und ich habe noch gedacht, guter Mann. Wir hatten gesagt, wir müssen uns nicht mit den Werkzeugen beschäftigen, sondern mit den Leuten. Hoffentlich hat er das verinnerlicht, nicht nur mal gesagt, sondern verinnerlicht und tritt dafür ein. Dann würde ich sagen, guter Mann. In dem Sinne, mal ist gut, ich reg mich auch jetzt wieder ab, versprochen. Tschüss.